Ich bin jetzt Papa. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Unser Sohn kam Ende 2023 zur Welt, hab dann erstmal schön Elternzeit genommen, Januar, Februar, März, zusammen mit meiner Frau. Dachte, 3 Monate Elternzeit, da hast du ja viel, viel Zeit für Thema Takt. Hab aber vor allem viel, viel Zeit mit dem Kleinen verbracht. Hätte auch nie gedacht, wie lange es dauern kann, die Kleidung bei einem Baby zu wechseln und dass ihm ein kurzer Moment, in dem man die Windel öffnet, reicht, um die frische Kleidung direkt wieder einzupinkeln. Fürs menschliche Auge ist dieser Move gar nicht sichtbar. Du merkst einfach, oh, er ist wieder nass, dann ziehen wir dich wohl nochmal um. Außerdem habe ich viele Kilometer mit dem Kinderwagen gemacht und mich so sehr gut ins Bild vom Prenzlauer Berg eingefügt. Aber ich habe die Zeit sehr genossen und kann allen empfehlen, wenn ihr könnt, dann nehmt Elternzeit. Im April habe ich wieder für den RBB gearbeitet und wurde auch von der Musikkonferenz CO Pop nach Köln eingeladen. Dort habe ich ein Panel zum Thema TikTok moderiert. Ich habe dort auch zum einen gemerkt, dass es ganz schön hart ist, sein Baby in einer anderen Stadt zu lassen, konnte mir in den 2 Tagen auch schwer Fotos von dem Kleinen anschauen, weil es einfach etwas schmerzhaft war. Und mir war es wichtig, an beiden Tagen meine Frau und meinen Sohn per Videocall zu sehen. Auf der CO Pop habe ich auch ein paar ThematakthörerInnen getroffen, die gefragt haben, wo neue Folgen bleiben. Und weil sich wahrscheinlich ein paar von euch die Frage stellen, nehme ich dieses kleine Update auf. Was die Arbeit angeht, habe ich gemerkt, dass es schwierig ist, neben meinen anderen Jobs Zeit in ThematakT zu investieren, weil ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen möchte und weil ich in der übrigen Zeit ganz einfach Geld verdienen muss. Und das tue ich mit ThematakT im Moment fast gar nicht. An der Stelle aber trotzdem vielen Dank für die Unterstützung und Spenden, Nash, Lina, Pascal, Paul und Andreas, die mich in folgenlosen Monaten weiterhin per Steady unterstützen. Und auch ihr könnt meine Arbeit unterstützen und so dafür sorgen, dass ich mir mehr Zeit für neue Folgen nehmen kann. Das geht per paypal.me/ThemaTakt oder Steady und Patreon. Eine Übersicht findet ihr auch unter thematakt.de/spenden. Den Link gibt's auch in der Beschreibung. Ich freue mich auch, wenn ihr Lust habt, Werbung zu schalten. Schreibt mir einfach an tobias@thematakt.de. Schreibt mir auch, ob ich das Musikbusiness-Update zurückbringen soll. Also Musiknews zusammenfassen, zum Beispiel monatlich. Das kann ich nämlich unabhängig produzieren. Bei Interviews muss ich ja erst Termine organisieren, recht lange Interviews führen und die anschließend schneiden. Ein paar habe ich jetzt schon geschnitten und kann euch jetzt schon einen Ausblick auf die nächsten Folgen geben. Zuerst ein Interview mit Selçuk Erdoğan. Der hat für Tape TV, Vivo, Recordjet und jetzt The Orchard gearbeitet. Außerdem hat er moderiert, sehr viele Interviews geführt und war Manager von Zugezogen Maskulin. Das Wichtigste muss immer die Kunst sein. Und ich rede hier nicht über im Louvre hängen. Aber trotzdem, es muss ja einen Anspruch geben an das, was, an dem, was du machst halt. Ne? Wenn es nur ist, ich möchte 16 Bars bitten, okay, dann bitte, bitte. Es muss ja einen Grund geben, warum du es machst. Es macht dich ja glücklich oder du musst was von deiner Brust lassen. Es gibt ja verschiedene Motivationen. Die Motivation sollte aber niemals Kohle sein. Die ist sowieso schneller weg, als du Finanzamt sagen kannst. Ich habe außerdem mit Anna Groß gesprochen. Sie hat lange beim Label Springstoff gearbeitet und Suki gemanagt. Außerdem arbeitet sie schon lange in der politischen Bildung. Zu dem Thema hat sie ein Buch rausgebracht. Das heißt It's More Than Just Rap. Hip-Hop in der Jugendarbeit. Und mittlerweile arbeitet Anna bei der Malisa-Stiftung. Also es ist doch total interessant, voneinander zu lernen. Und das finde ich für die Jugendarbeit auch einfach wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen und Jugendliche nicht als, die sind jünger als ich und die wissen weniger wahrzunehmen, sondern als Expertin ihres jeweiligen Lebens. Demokratie ist halt nicht wie irgendwelche, weiß nicht, faschistischen Systeme oder so, so dass es, man setzt es einmal und dann ist es gesetzt. Das können wir gerade beobachten, dass Demokratie Arbeit bedeutet. Wir alle, die in dieser Demokratie eine Demokratie haben wollen, müssen dafür arbeiten, dass es das gibt. Und als Sahnehäubchen gibt's demnächst auch noch ein Interview mit den Hip-Hop-Pionieren Martin Stieber und Toni L. Ich muss die Folgen noch fertig produzieren, deswegen kann ich euch leider noch nicht genau sagen, wann die Folgen exakt erscheinen. Folgt also unbedingt ThemaTakt beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Um sicher zu sein, könnt ihr auch unter thematakt.de/newsletter den Newsletter abonnieren. Ende des Jahres habe ich auch nochmal 3 Monate Elternzeit und diesmal bestimmt richtig viel Zeit, neue Folgen rauszuhauen. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. ThemaTakt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.